Hey. Wir zeigen euch jetzt die nächste Fallübung. Das geht wieder eine Stufe weiter. Wir müssen jetzt eine Vorwärts-Judo-Rolle machen, und zwar über ein Hindernis. Dazu brauchen wir einen Partner, der eine hohe Bank zum Beispiel macht. Wir schauen jetzt, dass wir mit dem richtigen Fuß da vorne ankommen. Wir können das auch aus dem Gang machen, aber wir müssen mit dem rechten Fuß vorne stehen dann am Ende. Versuchen, ihn möglichst nicht zu berühren und einfach eine Fallübung darüber zu machen. Wir können das entweder mit liegen bleiben, mit aufstehen machen. Andersrum müssen wir das, wie gesagt, auch noch machen. Diesmal stehen wir mit dem linken Fuß vorne und müssen eine linke Fallübung, eine linke Judo-Rolle drüber machen.